in das in Anführungsstrichen Schussfeld bin ich wohl geraten dadurch, dass ich sowohl nach der Menschenjagd oder der Jagd auf die jungen Refugees mich medial offen geäußert habe, mit Gesicht, dass ich die eigene Sicht der Dinge geschildert habe, dass ich immer wieder, wenn Vorfälle in der Stadt waren, die zuweilen wieder als Streit unter Jugendlichen abgetan wurden, auch die Sicht der jungen Refugees veröffentlicht habe, aber auch beispielsweise auf dem Weihnachtsmarkt einen jungen Mann fotografiert habe mit einem Lanzerpulli Deutsche Wut, über die sozialen Medien verbreite bzw. auch zur Anzeige bringe und dann natürlich auch entsprechend schon Hausdurchsuchungen beispielsweise bei diesem jungen Mann stattgefunden haben, was natürlich, wenn es einen Einzelnen aus der Szene betrifft, auch die Wut der anderen auf einen lenkt. Und wenn man dann sieht, wie eine Stadtgesellschaft agiert, dass es dann einfach an der Zeit ist, sich offener, sich lauter zu Wort zu äußern, zu hinterfragen und eben auch in Sitzungen zu gehen und dort zu fragen, wie eine Stadtgesellschaft oder auch die Stadtpolitik mit den Situationen umgehen möchte. Und das entsprechend dann auch über sozial-mediale Kanäle, weil ich einfach denke, dass es für die Stadt wichtig ist, dass auch in gewisser Weise eine Beobachtung von außen stattfindet, weil diese Stadtgesellschaft aus meiner Sicht aus sich heraus das Problem nicht mehr lösen kann, weil sie einfach zu tief gespalten ist, weil es hier nur noch ein Rechts-Links-Denken gibt und man, wenn man sich gegen Nazis stellt, sofort als links gesehen wird. Aus meiner Sicht muss es zwingend das Grundgesetz sein, was uns als gemeinsame Gesprächsgrundlage dient. Und jeder Mensch, der das Grundgesetz als solches anerkennt, ist für mich noch ein Gesprächspartner. Ich habe schon in einigen Städten gelebt oder auch nur kurzzeitig gelebt. Es ist mir in keiner Stadt so leicht gefallen, Anschluss zu finden und Freunde zu finden wie in Bautzen. Und das macht es einfacher und angenehmer, denn sonst wäre ich längst weg, wenn ich hier keine Menschen hätte, die mich hier halten. Wobei ich hier ja auch einen relativ neu aufgebauten Kreis an Menschen um mich habe, an Menschen, die sich für eine offene Gesellschaft, für Refugees, für Demokratie einsetzen. Es ist natürlich so, dass man zuweilen gesagt bekommt, wenn man mal wieder, wie letztes Jahr, rund um den 1. Mai, als ich eine Demo angemeldet habe, die sich gegen eine NPD-Demo richtete und in deren Kontext ich über ein Wochenende lang, über 4 Tage lang Drohanrufe hatte im Sinne von mach das Licht in deinem Wohnzimmer aus nachts, wo man davon ausgehen konnte, die stehen vor der Tür, wo man während der Demo Anrufe hatte und beschrieben kam, was man an Kleidung trägt und dass man auf dem Heimweg aufpassen soll. Dass man nach solchen Aktionen, oder nicht Aktionen, dass man nach solchen Bedrohungen von Menschen gesagt bekommt, naja, du bist ja selbst dran schuld, du musst dich ja so weit aus dem Fenster lehnen. Das passiert, aber das nehme ich jetzt nicht so ernst, weil ich es einfach wichtiger finde, dagegen zu arbeiten und Menschen, die sich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und deshalb bedroht werden, sondern die einfach aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres anderen Aussehens bedroht werden, zu helfen, ja, dann nimmt man es halt mal hin, bedroht zu werden. Botschafterin für Demokratie und Toleranz, Annalena Schmidt.